Salut meine Lieben und einen wunderschönen Freitagnachmittag. Ja, es ist schon wieder soweit. Die Woche ist um. Ging leider wieder viel zu schnell. Also es gab viel zu viel zu tun für so eine kurze Woche irgendwie. Aber ich freue mich halt immer riesig auf den Freitag, weil nachmittags Kaffeeklatschzeit ist und Nähkästchenplauderei. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und mir zuschaut. Es macht mir immer total viel Spaß natürlich, mit echten Menschen zu erzählen. Ich habe meinen Kaffee hier und heute genieße ich den mal draußen. Das Wetter ist einfach viel zu schön, um an der Nähmaschine zu sitzen. Und ja, hinter mir wird es langsam grau. Das heißt, es zieht sich ein bisschen zu, aber es ist trotzdem noch wunderschön warm. Und wenn ihr jetzt genau zuhört, dann hört ihr wahrscheinlich auch die vielen, vielen Vögel zwitschern. Ich denke mal, bei euch ist das genauso. Überall brüten die Vögel und wir haben hier auch bei uns oben ganz viele Vogelnester überall. Das heißt, wir müssen ganz leise sein und ganz vorsichtig um die Ecken biegen, weil die Vogelmamas uns sonst immer fürchterlich böse anschnattern. Aber das finde ich total süß und ich hoffe mal, dass ganz viele junge Vögel in diesem Jahr schlüpfen werden. Es gibt wirklich richtig tolle Vögel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich damit vorher noch nie so auseinandergesetzt, aber seitdem wir hier in Bobbert wohnen, umgeben von ganz viel Natur, sieht man natürlich auch ganz viele Vögel und das macht total Freude, denen zuzuhören. Also ich dachte mir, hallo, grüß dich. Ich dachte mir, ich setze mich heute einfach mal draußen hin. Ich habe auch hier so ein bisschen den Tisch gedeckt. Da, ihr seht hinter mir vielleicht. Das ist der kleine Tisch, der steht bei mir auf der Terrasse und jetzt im Sommer, da decke ich schon ganz gerne mal draußen, vor allen Dingen auch für die Ateliergäste, die mich besuchen kommen. Und da bin ich schon gleich beim ersten Thema. Also ich habe mir heute sogar mal einen Spickzettel gemacht, weil ich wirklich so viel zu erzählen habe, damit ich es auch nicht verpasse. Es gibt wirklich viel Neues im Nähkästchen und das möchte ich euch natürlich alles unbedingt noch erzählen heute. Ja, jetzt ist Sommer. Und im Sommer habe ich mir überlegt, hat man ja doch mehr Lust, Ausflüge zu machen. Und unsere kleine Stadt Bobbert, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, in der Nähe von Koblenz am Mittelrhein, im Mittelrheintal, super schön gelegen, eine ganz kleine, süße Stadt, die wirklich ganz viel zu bieten hat. Das heißt, wenn ihr mal Lust auf einen Ausflug habt in unsere Gegend, dann kommt herzlich gern vorbei, besucht mich, besucht die Stadt. Und weil ich ja weiß, dass man normalerweise unter der Woche arbeitet, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt im Sommer Sommeröffnungszeiten für euch anbieten möchte. Also ich bin natürlich weiterhin jeden Donnerstag, wie gewohnt, immer für euch da. Zusätzlich werde ich jetzt freitags aufmachen von 14 bis 17 Uhr. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht wenn ihr das spannend findet oder wenn das für euch günstig ist, könnte ich mir vorstellen, auch mal einen Samstagnachmittag aufzumachen. Einfach damit ihr das verbinden könnt, damit ihr die schöne Landschaft hier anschauen könnt, vielleicht ein bisschen wandern, in Bobbert lecker Kaffee trinken, Eis essen oder mit dem Rheindampfer den Rhein langfahren. Also es ist wirklich echt schön, es gibt hier super viel zu sehen. Und dann könnt ihr mich natürlich gerne auch im Atelier hier oben besuchen. Das würde mich super freuen. Von hier habt ihr dann sicherlich auch eine richtig schöne Aussicht auf den Rhein. Und ja, einmal im Monat habe ich mir überlegt, könnte ich dann an einem Samstag auch aufmachen. Und da wäre es für mich ganz spannend, mal zu wissen, was für euch da interessant wäre. Ich denke mir mal, wenn dann schon Samstagnachmittag, weil vormittags hat man natürlich immer noch jede Menge zu tun. Aber ja, den ersten Samstag im Monat oder den letzten Samstag im Monat, irgendwas, was man sich gut merken kann. Also wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Samstag oder ob überhaupt Samstag. Vielleicht reichen euch ja Donnerstag und Freitag schon aus. Und das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil ich möchte natürlich wirklich auch zu den Zeiten da sein, wenn ihr Zeit habt. Ja, und dann, wenn das Wetter schön ist, dann wird natürlich draußen auf der Terrasse dekoriert. Und bei mir gibt es natürlich immer einen Kaffee und auch ein leckeres Stück Kuchen dazu. Gerne mache ich ja so französische kleine Schmankerl, sage ich jetzt mal, oder Petit Four oder ein paar Biscuits oder so, Madeleine oder andere leckere Sachen. Das heißt, die gibt es bei mir dann immer noch so on top. Und dann decke ich gerne eben jetzt, wo das Wetter schön ist, draußen. Da werden dann auch die Tische dekoriert. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich dann draußen hinstelle, die man sich dann in Ruhe natürlich auch anschauen kann. Kissen, Tischwäsche, dann gibt es natürlich noch mehrere Tische, die ich dann dekorieren kann. Da freue ich mich dann immer besonders drauf.
Und dann könnt ihr natürlich auch gerne bei mir sitzen, die schöne Aussicht genießen, einen Kaffee trinken und euch dann von den Tischdekorationen inspirieren lassen. Und da bin ich dann schon beim nächsten Thema. Dankeschön. Ich habe gerade ein Kompliment gekriegt, das hört man sehr gerne. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema. Ich habe mir nämlich überlegt, um das Ganze für euch auch noch ein bisschen interessanter zu machen, damit ihr auch noch ein bisschen mehr bei mir zu gucken habt und auch, weil ich jetzt wirklich einige Kunden hatte, die mich darauf angesprochen haben und die sich es wirklich sehr gewünscht haben, ich werde meine Tischdekoration jetzt so gestalten, dass ihr alles, was ich an zusätzlichen Accessoires auf den Tischen habe, also die Tischwäsche könnt ihr natürlich sowieso kaufen, das wisst ihr ja, dass ich die für euch hier im Atelier anfertige. Aber zusätzlich werde ich die Tischdekoration jetzt so gestalten mit dem Geschirr, den Gläsern, dem Besteck, den Serviettenringen, kleinen Vasen, was es halt alles so gibt, um den Tisch hübsch zu gestalten, werde ich so aufbauen, dass ihr alles, was ihr dann auf dem Tisch seht, bei mir auch kaufen könnt. Ich bin ja wirklich so ein kleiner Flohmarktliebhaber und mag es auch sehr, viele Sachen wiederzuverwenden und nicht einfach so bloß, weil man es gerade nicht mehr mag oder es zur Einrichtung nicht mehr passt, wegzuschmeißen. Und daher wird es bei mir sicherlich die meisten Vintage-Schätzchen geben, die ich für euch aufspüre auf meinen Reisen in Frankreich oder auch hier in Deutschland, wenn ich unterwegs bin. Da gibt es nämlich wirklich auch ganz wunderschöne Schätze. Das heißt, die werde ich jetzt alle mit in meinen Laden nehmen und die könnt ihr dann bei mir auch kaufen. Also lohnt sich's auch mal, wenn ihr Vintage und Shabby mögt, wenn ihr schöne Tischdekorationen gerne habt, wenn ihr Accessoires für eure Tischdekorationen sucht, lohnt sich das auf alle Fälle dann auch bei mir vorbeizuschauen. Und die Fotos, die ich dann mache, da werde ich dann auch immer ein Vermerk dran machen. Oder ich werde versuchen, wirklich nur noch Sachen zu benutzen, die halt nicht aus meinem privaten Fundus sind, die ihr halt dann nicht kaufen könnt, sondern ich werde versuchen, wirklich nur noch mit den Accessoires die Tischwäsche zu fotografieren, damit ihr sicher sein könnt, dass, wenn euch was gefällt, ihr mir einfach bloß eine Nachricht schreiben müsst oder ihr kommt vorbei und dann könnt ihr das natürlich bei mir gerne auch kaufen. Ansonsten werde ich auch oder bin ich gerade in Verhandlungen mit einigen Partnern einiges an Neuware dann anbieten, wo ich Kooperationen mit verschiedenen Händlern aufnehmen werde, dass ihr natürlich auch mal ein ganzes Geschirr für 6 Personen oder 12 Personen oder auch mal viele Gläser dann eben kaufen könnt oder ein Besteck zum Beispiel. Da muss ich mal gucken, wie ich das realisiere. Da bin ich jetzt, wie gesagt, gerade in Gesprächen, weil ich kann mir natürlich unmöglich hier alles hinstellen. So viel Platz habe ich gar nicht in meinem Atelier. Und das soll ja auch wirklich nur eine kleine, nette Ergänzung für euch sein. Das heißt, so kleine Vintage-Schätzchen, die wird es hier immer geben. Und Neuware werde ich auch in zu kleinen Teilen anbieten. Ich habe da nämlich auch mit meinen Newsletter-Abonnenten drüber gesprochen und die fanden auch, dass so eine Mischung aus beiden, also neuen und alten Sachen, ganz spannend ist. Und ich finde das sowieso unglaublich spannend, weil so ein Stilbruch zum Beispiel in der Tischdekoration oder eben wirklich alt und neu miteinander verbinden, das macht das Ganze wirklich richtig interessant. Und dann mit der passenden Tischwäsche kombiniert, hat man jeden Tag wieder einen neuen gedeckten Tisch und kann sich jeden Tag wieder an anderen Sachen freuen, ohne dass man dann jetzt wirklich einen riesengroßen Fundus haben muss oder sich wirklich sehr viel hinstellen muss. Weil das ist mir natürlich auch immer besonders wichtig. So viel Platz hat ja niemand. Und ganz ehrlich, so viel Zeit haben wir natürlich auch nicht, uns jetzt noch stundenlang Gedanken zu machen, oh, wie dekoriere ich denn jetzt meinen Tisch? Mir ist wichtig, dass es schnell geht, dass es nett aussieht und vor allen Dingen, dass man sich richtig, richtig wohlfühlt, damit man wirklich in Ruhe am Tisch sitzen kann und ganz bewusst das Essen genießen kann oder auch, wenn es einfach nur ein kleines Getränk ist, wie zum Beispiel hier meinen Kaffee. Das macht unglaublich viel aus. So 5 Minuten sitzen, durchschnaufen, Kraft tanken. Und da möchte ich natürlich dazu beitragen, mit meiner handgefertigten Tischwäsche und den liebevoll ausgesuchten Accessoires. Ich habe jetzt natürlich in den letzten Tagen schon vermehrt gesucht und habe auch schon ein paar traumhaft schöne Serviettenringe zum Beispiel gefunden, aus Porzellan, aus Englischem. Die hatte ich euch, glaube ich, schon mal in der Story jetzt gezeigt, aber ich werde das dann noch ganz intensiv machen und werde euch dann natürlich dann darauf hinweisen, dass ihr diese Einzelstücke, diese Schätzchen dann auch alle bei mir kaufen könnt. Ich muss sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, weil alles, was ich auswähle,
Finde ich natürlich auch schön. Und ja, ich kann nicht alles behalten. Umso mehr freue ich mich, wenn dann die Accessoires auf eure Tische kommen und wenn ihr damit eure Tische schön gestaltet und ihr vor allen Dingen dann genauso viel Freude dran habt wie ich. Das kommt auf alle Fälle. Und wie gesagt, donnerstags und freitags könnt ihr mich jetzt gerne hier im Atelier besuchen kommen. 14 bis 17 Uhr ist jetzt erstmal angedacht. Wenn natürlich ihr Lust habt, länger zu bleiben, ist das auch gar kein Problem. Oder wenn ihr an einem anderen Tag in der Nähe seid, dann meldet euch gerne vorher an. Lasst uns vorher einen Termin ausmachen, damit ich dann auch da bin. Weil ich habe es ja beim letzten Mal schon ganz kurz angedeutet. Ich mache natürlich hier alles alleine und von daher bin ich auch ziemlich viel unterwegs und muss dann auch ab und zu mal meine Aufträge abarbeiten. Und dann mache ich einfach das Atelier zu, damit ich ganz in Ruhe konzentriert arbeiten kann. Weil an so einem Tag, wo natürlich die Kundschaft kommt, ist es so, dass dann natürlich dann die Tür klappt und dann möchte ich mich natürlich mit euch in Ruhe unterhalten. Und da komme ich natürlich nicht wirklich zum Arbeiten. Deshalb teile ich das immer ein bisschen ein und deswegen gibt es auch diese festen Öffnungszeiten, die aber natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Also wer mich gern besuchen kommen möchte, meldet euch jederzeit. Lasst uns telefonieren oder schreibt mir eine Nachricht und dann gucken wir, was wir terminlich für euch machen können. Aber Donnerstag und Freitag bin ich jetzt für euch da und einen Samstag im Monat. Da könnt ihr mir gerne noch schreiben oder ich mache mal eine Story draus, welcher Samstag euch da am angenehmsten wäre. Dann kann man das wirklich echt schön verbinden mit einem kleinen Ausflug hier nach Boppard oder aber dann eben noch weiter nach Koblenz oder aber in alle möglichen anderen süßen Städtchen und Örtchen hier rundherum im Mittelrheintal. Ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. So, was habe ich noch auf meinem Zettel? Lass mich mal kurz spicken. Ach ja, genau, apropos in Ruhe arbeiten. Ich wollte euch noch rechtzeitig informieren. Ich werde in diesem Sommer ab Mitte August im Urlaub sein. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Wünsche habt nach individueller Tischwäsche, nach Maßanfertigung, nach speziellen Farben für eure Tischwäsche, dann wäre es schön, wenn ihr euch da nicht mehr so lange Zeit lasst, damit ich die Aufträge in Ruhe noch abarbeiten kann. Weil ab Mitte August bin ich dann erstmal für 3 Wochen im Urlaub. Das heißt, bei mir geht es dann so richtig erst wieder Mitte September los. Und wenn ihr jetzt noch die Sommertischwäsche haben möchtet und euch schon länger mit dem Gedanken tragt, das eine oder andere zu ergänzen bei euch zu Hause, dann meldet euch bitte rechtzeitig bei mir, damit ich eure Aufträge auch noch vernünftig abarbeiten kann. Ja, das wollte ich euch schon mal mitteilen für eure Planung. Und ansonsten ist es so, dass die nächsten Nähkästchen-Plaudereien jetzt erstmal mit mir stattfinden. In der nächsten Woche werde ich euch dann die neuen Toile de Juillet-Stoffe fertig verarbeitet zeigen können, denn die Nähmaschine ist Gott sei Dank wieder heile. Ich bin so total froh. Und dann gibt es den nächsten Nähkästchen-Plausch mit Gast, mit Gästin, diesmal mit Gast, aber erst am 2. Juli. Und zwar liegt das daran, das ist dann auch ein Samstag, da werde ich aber auch nochmal ganz genau darauf eingehen. Das liegt daran, dass ich mit euch sozusagen einen Ausflug mache. Ich nehme euch dann nämlich mit nach Düsseldorf zum französischen Fest. Das ist ein ganz großes Event, das geht ein ganzes Wochenende lang und da besuche ich dann nämlich meinen nächsten Gast. Und mein nächster Gast, das wird La Soupe sein, wenn ihr mir folgt. Habt ihr sie vielleicht schon entdeckt? La Soupe ist ein ganz toller Instagram-Account natürlich, hinter dem auch ganz nette Menschen stecken, die aus Düsseldorf kommen und die einen, ja, wie nennt man das, Foodtruck eigentlich haben, an dem sie französische Fischspezialitäten, also französische Fischsuppe anbieten, mit den passenden Weinen dazu, mit den passenden Knabbereien dazu, möchte ich mal so sagen, und die auch einen Online-Shop betreiben. Also wenn ihr schon mal vorgucken wollt, La Soupe findet ihr, wie die Suppe, findet ihr ganz einfach im Internet. Die werde ich interviewen, da freue ich mich schon richtig drauf, dass wir uns endlich auch persönlich mal kennenlernen. Und ja, absolute Frankreich-Fans, Frankreich-Liebhaber und haben eben auch mit französischen Nahrungsmitteln zu tun. Und das hatten wir ja jetzt noch gar nicht bei uns in den Nähkästchen-Plaudereien. Deswegen freue ich mich da schon drauf, aber eben erst Anfang Juli, weil dann genau dieses Fest stattfindet. Und dann gucke ich mal, welche tollen Sachen ich da auf dem Fest noch entdecke. Vielleicht finde ich das eine oder andere ja dann für den Herbst noch. So, also das nächste Nähkästchen-Gespräch mit Gast im Juli. Und ansonsten folgen jetzt dann noch 2
oder ich weiß gar nicht, ich glaube 2 oder 3 sind es dann noch, wo wir noch miteinander plaudern, wo ich mich natürlich dann auch riesig freue, wenn ihr wieder am Freitag da seid. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja jetzt dann sogar am Freitag mal live hier bei mir sein und mir dabei zuschauen, wie ich mit der Instagram-Community das Instagram live mache, während ihr vielleicht einen Kaffee trinkt und ein Stückchen Kuchen von mir esst und die Aussicht auf den Mittelrhein genießt. Also alles ist möglich. Ich bin da donnerstags und freitags 14 bis 17 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Pfingstfest. Genießt das Wochenende. Ich hoffe, das Wetter bleibt stabil. Also bei uns soll es heute Abend anfangen zu regnen. Mal gucken, der Garten kann es brauchen. Aber ansonsten für alle Ausflügler ist es natürlich toll, wenn das Wetter schön ist. Ich wünsche euch also ein wunderschönes Pfingstfest. Entspannt euch schön, genießt die Zeit und hoffe, wir sehen uns am nächsten Freitag wieder zu den Nähkästchenplaudereien. Lasst es euch gut gehen. Salut!